Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play L.A. Noire. Wir sind weiterhin mit Jack Kelso unterwegs und haben uns im letzten Part durch Elysian Fields gekämpft, indem wir dort ein paar Verbrechern entkommen sind, die uns an den Kragen wollten. Ja, und jetzt wollen sie auch der Elsa Lichtmann an den Kragen, von daher sind wir dort und werden ihr Bescheid sagen. Hoffentlich. Also humpeln wir mal hin und hoffen, dass wir noch rechtzeitig kommen. Na komm, jetzt mach ich ja nicht allzu stark eh auf dramatisch. Bei Elsa klopfen die Männer auch nur dann an, wenn sie immer fette Probleme haben, ne? Gott. So you're still carrying that Army 45, Cole. Oh. For God's sake, Cole! Call an ambulance! Gut, das war dein Haus auf Sticks. Alter, Fall abgeschlossen auf ehrenhaft. Digga, was geht denn da ab? Oh yeah. Okay, das ist ein guter Anfang für einen Part gewesen. Hätte ich das geahnt, hätte ich das im letzten Part noch untergebracht. Egal, so machen wir jetzt einfach konsequent weiter und sehen uns dann den nächsten Fall an. Ich glaube, jetzt kommt ein DLC-Fall. Werde ich mal kurz googeln, während hier die Cutscene läuft. Satchel charges on the cave entrance from above. Covering fire on weapons team. Look for snipers in the trees. You know the drill. No risks, no heroes, no prisoners. You want some roast on this one, Sarge? No, you guys have done enough. Head back to Webb's. We are going to blow every cave we come across. Close them down and move on, people. Damn. I was hoping to get me a samurai sword. Skipper says that Phelps has fallen behind again. He's got his fire teams checking every cave. He's lost another flamethrower. He wants you to get over there and hurry them along. Hogaboom. Weapons Company. Sir. Sir. We have a major cave complex in front of us, Hogaboom. I want flamethrowers and BAR teams to clean it out. Begging your pardon, sir. But if it's a big complex, why don't we bring the Shermans in? They could pour it in there. We can't wait for tanks to be brought up. I'm already behind. Then blow the cave. No skin off our nose. Bury them. We are going in there and clearing them out. We are doing it by the numbers, Sergeant. Get your team in place. We're moving out. Mount up! First fire team and flamethrowers, head in! Where's he going? Where's who going? The big cowboy. He's going in. Who gave that order? You did. Das war wieder mein Rückblick in die Armeezeit von Cole Phelps. Und ja, in diesem Fall glaube ich, das ist jetzt noch kein DLC-Fall. Der nächste Fall ist dann wieder ein DLC-Fall. Das hier müsste der Fall eine höfliche Einladung sein. Mann, bin ich gut. Ja, und ist wie gesagt kein DLC-Fall. Der nächste ist dann ein DLC-Fall. Auf den freue ich mich ja dann schon. Und bei dem hier weiß ich nicht mehr genau, was mich erwartet, aber das werden wir sehen, wenn es denn so wird. Hello, Miss Lichtman. How long have you been sitting there? Not long, Mr. Kelso. You look lovely, Princess. You haven't exactly caught me at my best. It's okay, Miss Lichtman. I'm a big boy. I know how to take my licks. Please, call me Elsa. Okay, Elsa. What can I do for you? I'd like to explain because I can join the dots, Elsa. Cole needs your help, Jack. The police department have frozen him out. Look, you're obviously a brave lady, but you can't fight all Cole's battles for him. I just wanted to apologize for... You don't have to apologize. You were right about Elysian Fields. Tell me something.
What was Lou Buckwalter's regular job? He was a carpenter. He built sets for RKO, Warner Brothers. Set carpenter? Perfect. If you don't mind, Elsa, I'd like to get a little rest now. I've got a lot more dots to join, and it's making my head hurt. That's perfectly understandable, Mr. Jack. I hope we can meet again under less dramatic circumstances. I hope so too, Princess. I'd like that. You Kelso? Who's asking? Peterson, Assistant DA. You're in the wrong building, Peterson. This is a hospital. A wise guy. Let me tell you a story, Kelso. Can I get the abridged version? My head hurts. You're a funny guy, Jack. What do you want, Peterson? A colorful character mentioned your name. He said that you might know something about... There's a problem with colorful characters, Peterson. First they send you over a drink, then they buy you dinner, then you get a phone call in the middle of the night for a favor. Try rubbing shoulders with some solid citizens. They're the ones you're supposed to protect. You finished, Kelso? For the moment. I'm going to run for DA, Kelso. The current administration stinks. And you want me to help? I'm looking for a DA's investigator. You get a gun and a badge and $120 a month. I get $150 a month now. I'm going after the vice squad, Kelso. It's going to get me elected. I've got something better. How about Leland Monroe? The property developer? Do you think I fell down the stairs? Hier etwa wirklich noch ehrliche, arbeitende Leute hier? Aber ich dachte jetzt gerade, wir haben jetzt nochmal den Charakter gewechselt. Das fände ich lol. Ist leider nicht so passiert, aber das wäre doch was, ne? Und das auch noch immer gesagt, in GTA 5 wäre es das erste Mal gewesen, dass man zwischen den Charakteren wechseln kann. Puh, das hat Eleanor schon gemacht. Gut, man kann ja nicht frei wechseln. Das ist vermutlich auch so der einzige Grund, warum ich sage... Might be the only R&R I get for some time. Achso, warum ich GTA 5 mal spielen würde, weil so rein spielemäßig interessiert mich das Ding ja gar nicht. Wow, ein Glas. Das hat meine Welt jetzt verbessert. Nee, was ich ja so recht interessant finde, dass man da halt so die Charaktere wechseln kann und sowas und das halt praktisch immer. Was halt schon irgendwie cool ist, also. Die Frage ist, wie schnell nutze ich das Feature ab? Ich meine, GTA 4 fand ich jetzt auch nie so geil, aber vielleicht kriegen sie mich mit GTA 5 nochmal. Ich werde es vielleicht mal ausprobieren, wenn es dann für den PC rauskommt. Mal schauen. Welcher Tür gehe ich denn jetzt raus? Links oder rechts? Ich nehme die rechte Tür. Oh, das ist auch eigentlich ein ganz schickes Krankenhaus. Sieht mehr aus wie so ein Privatwohnhaus. Ein bisschen umgebaut. Ist es vielleicht auch. Mensch, und irgendjemand hat mein Auto hergebracht. Das finde ich gut. Boah, ich muss langsam mal Aufnahmepäuschen machen oder so ein Shit. Ich habe Hunger. Ermittlung Rathaus. Cool. Eine Ermittlung fürs Rathaus. Wo zur Hölle fahren wir eigentlich hin? Klinik oder Curtis Bensons Apartment? Offensichtlich zu Curtis Bensons Apartment. Wer ist denn das jetzt nochmal? Ich habe voll schon wieder mit den Namen Schwierigkeiten. Warte mal, ich gucke einfach mal nach. Personen. Curtis Benson. Vice President der California. Achso. Ach, das ist ja unser ehemaliger Chef, ne? Der jetzt ja nicht mehr unser Chef ist, weil wir, glaube ich, jetzt fürs Rathaus arbeiten. Ist auch ganz cool. Ich finde so, bei Tag ist das, oder? Das Autogelegge? Ne, ist genauso schlimm bei Tag. Ist bei Tag genauso scheiße wie bei Nacht. Watch it! Ja, fahrt mir doch nicht rein, ihr Deppen, ey. Nichts könnt ihr, ganz ehrlich. Perfekt ausgewichen. Oh, es hat immer noch keine Sirene. Schade. Boah, ich glaube, wenn ich einkaufen gehe, hole ich mir irgendwas Schnelles zum Essen.
Ich sollte vielleicht doch jetzt auch mal Pause machen, dann die Parts, die ich jetzt habe, schneiden, rendern, einkaufen geben und dann kann man ja was essen und dann kann man ja noch ein bisschen aufnehmen. Vielleicht kriege ich Eleanor heute sogar noch durch, vielleicht mache ich das primär heute. Sollte hier irgendwann mal abbiegen, glaube ich. Dann machen wir das einfach mal. Wer baut überhaupt solche Straßen? Mal gucken, wir sind ja schon am Ziel. Mensch, ich bin ja perfekt richtig abgebogen, also praktisch. Ach Gott. Fand ich jetzt nicht cool, wie du da standest? Fand ich jetzt überhaupt nicht cool. Wohnt denn so im schäbigen Apartment? Ja. Ach, nicht die Bank umfahren. Nicht die Bank umfahren. Das erinnert mich damals, wie ich fast ein Schild umgefahren habe. Und Alter, du hast den Ring schon verloren. Ja, ist doch ein relativ schickes Apartment, oder? Ja, doch, doch, das ist ganz cool. Sieht auch ganz schick aus. Warum da überall Palmen stehen müssen, verstehe ich nicht, aber egal. Ich finde, Palmen vermitteln fast so einen Wüstenflair fast. Obwohl das, wenn du so am Strand bist und da stehen Palmen, auch cool aussehen. Palmen sind irgendwie umgebungsabhängig, finde ich. Manchmal finde ich sie cool, manchmal finde ich sie nicht so schön. Hm. Gucken wir mal kurz, wo er wohnt. In der 2. Dann laufen wir mal hin und reden mit ihm. So, in der 2. Wow, da ist er jetzt schon automatisch hingegangen. Klopf, klopf, klopf. Penny. Remember me? Jack. It's good to see you. You've caught me at a slightly inopportune moment. Can we do this some other time? Back off, Curtis. Move away from the door. Jack, there's no call for that. You're smooth, Curtis. I'll give you that. You try to get me killed and you still manage to be polite about it. Jack, how could you accuse me of having anything to do with that? I want to know all about you and Monroe, Curtis. You give it up or I beat it out of you. Get the fuck out of here, Jack. You're fired. Who do you think you are? Get out of town now while you still have the chance. You have no idea what kind of forces you're dealing with here. I guess we've exhausted the passive options. Sit tight, Curtis. I'm taking a look around. Ow, das tat mir weh. So, umsehen. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass das Spiel jetzt mal ein Savepoint setzt oder so. Ja, sei es wie es sei, ich beende jetzt hier einen Part und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Und ich werde jetzt erstmal meine eben aufgezählte Liste durcharbeiten. Also, bis im nächsten Part. Tschüss.